Es gibt News auf dem Gummifischsektor. Karmo Tekel hat uns ganz neue Gummifische aus den USA zugesendet. Z-Man, hier steht es schon, 10-mal tough, also 10-mal so stark wie normale Gummifische. Was hat das Ganze auf sich? Sieht jetzt in erster Linie mal aus wie, ich sag mal, ein handelsüblicher Gummifisch. Schöne schlanke Form, Paddelschwanz, weich ist er auch, hier eine Flosse dran, schöne Details mit Schuppen und sowas. Aber jetzt kommt gleich der Gag, Achtung. Gleich mal das Ding an. Patsch! Also die sind nicht aus typischem PVC, Weichmacher, vollgepumpten Gummi hergestellt, sondern irgendwas anderes. Sie wollen nicht sagen was. Ich schätze mal Silikon oder irgendeine Silikonverbindung. Das hier bedeutet 10-mal so stark. Kann man mit allen Gummis machen, die da dabei sind. Und dieses Konzept gab es schon. Das ist nicht so, dass das ganz neu ist. Aber, und das ist für Gummifischangler nicht unwichtig, die Farben sind auch gut. Wenn man sich die mal anschaut. Das war bisher immer so ein bisschen das Problem. Alles, was weichmacherfrei ist, hatte dann wirklich grottige Farben. So milchige, eklige Mischdinger, die sahen aus, als hätte man die bei Uli Bayer unten aus dem Ködereimer rausgeklaut. Und die hier sind wirklich schön geworden. Also da sind ganz viele verschiedene Modelle auch dabei. Von großen Pintails über Swimbaits, über normale Schaufelschwanzgummis und so weiter. Und die Teile, da können sich die Barsche die Zähne dran ausziehen. Also bis da mal ein Schwanz abfällt, das dauert. Wie schnittfest die jetzt sind bei Hechtzähnen, kann man jetzt so nicht sagen. Ich schätze mal, Hechte kriegen alles kaputt, auch das hier. Aber natürlich nicht so schnell wie ein normaler Gummi. Also, wenn man das vergleicht mit einem Kaitech-Gummi, ein Biss, ein Gummifisch, hier wird das anders aussehen. Da kann man also schon ein paar Barsche mitfangen. Das ist, finde ich, ganz witzig und komplett ungiftig. Also, das ist auch ganz interessant. Jeder kennt das. Fingerkuppen lösen sich irgendwann auf, wenn man zu viel mit Gummifischen rumhantiert. Soll hier nicht passieren. Komplett ungiftig, wenn man dran riecht. Komplett geruchsneutral. Also da, die riechen nach überhaupt gar nichts. Nicht dieser komische Luftmatratzengeruch. Und ja, das ist eigentlich das Hauptkonzept bei diesem Gummifisch hier. Finde ich nicht uninteressant. Eine tolle Neuerung. Das wird auch Zeit, dass da was passiert auf dem Markt. Da sind viele Firmen dran. Das ist jetzt das erste Modell, das ich sehe, das auch wirklich einsatzfähig und auch optisch was hermacht, ne? Gute Idee.